Parcours. Hi. Woher kennen wir uns? Woher kennen wir uns? Wir haben uns einmal in Berlin getroffen. Anscheinend. Ich wollte eigentlich gerade nochmal auf Facebook nachgucken. Das kann ja dann anzeigen, wo man sich dann gesehen hat, auf welchen Bildern man zusammen ist. Mache ich vielleicht nachher nochmal, wenn ich daran denke. Wie heißt du? Wer bist du? Wer bin ich? Also weil ein bisschen Internet ist da, so ein bisschen Öffentlichkeit ist da. Aber ich hoffe, das driftet gleich alles in so ein schönes Gespräch. Aber vielleicht erstmal für die, die dich nicht kennen. Ja. Wer bist du denn? Paul. Ich trainiere seit 9 Jahren Parcours in Berlin. Gebe seit 3 Jahren ungefähr Unterricht und habe mich intensiver so mit Parcours-Forschung und sowas beschäftigt, weil ich meine Bachelorarbeit über Parcours geschrieben habe. Da will ich auch gleich mit dir drüber reden. Also, was sich erstmal trifft, wir machen beide Parcours. Das ist ja voll super. Voll der Zufall. Ne? Ja, ne? Als hätten wir das geplant. Das ist immer so meine Eingangsfrage eigentlich so, woher kennen wir uns irgendwie? Und eigentlich kennen wir uns ja noch nicht. Wir haben uns einmal zusammen trainiert in Kopenhagen. Und willst du erstmal ein paar doofe Fragen oder willst du schon gute Fragen? Nee, doofe Fragen sind gut. Ja, so richtig doofe Fragen. Ich habe mir mal doofe Fragen überlegt. Willst du mal wissen, was doofe Fragen sind? Und dann können wir danach mal vielleicht beantworten, warum das doofe Fragen sind. Wer ist denn dein Lieblingstrasseur? Okay. mein Lieblingstrasseur. Jason Paul. Warum Jason Paul? Das ist voll geil, wie der sich anzieht. Ja, das ist toll. Und wer ist der beste Trasseur? Der beste Trasseur. Weltweit. Ja. Alive. Alfred Scott. Alfred Scott. Definitiv. Ist der aus Amerika oder? Ja. Ja. Wofür ist der bekannt? Ich habe krasse Flips und richtig schlechten Flow. Deswegen ist es der geilste, ja, der beste, ja. Macht die besten Tricks. Parkour. Ja, du machst Parkour, ne? Ich mach Parkour, ja. Also keine Flips. Doch, ich mach auch Flips. Du machst auch Flips, ja? Was hat das? Eine Meinung dazu. Ja, bitte, was denn? Ja, also ich glaube, dass Flips tatsächlich ein ziemlich. Also anthropologisch betrachtet ist es wirklich interessant, dass Flips schon immer Teil von Spiel war. Mhm. Also wenn man sich Ethnografien oder sowas durchliest, dann sieht man oft, dass kleine Kinder in primitiven, in Anführungsstrichen, Gesellschaften oftmals beim Spielen, zum Beispiel von einem Stein oder sowas, rückwärts halt. Und das macht auch Sinn, weil wenn du dir überlegst, dass wir früher mit Speeren Mammuts gejagt haben, und wenn du ein Speer in den Mammut reinjagst und dann noch dranhängst und sich das anfängt zu wehren, dann macht es schon Sinn, ein gutes Körpergefühl in der Luft zu haben, auch wenn du kopfüber bist. Ja. Und ich glaube, dass Flips einerseits, weil sie irgendwie Spaß machen, ganz gut zum Training passen, aber auch tatsächlich auch aus dem Grund, dass es einen trainiert, achtsam auch noch in der Luft sein zu können und zu wissen, also nicht einfach in Panik zu geraten. Kennst du die Geschichte von Danny LaMacca? Das ist so ein Gerücht, keine Ahnung, ob das stimmt, aber er hat anscheinend mal als Dachdecker gearbeitet und ist so aufs Dach geklettert, irgendwie ans Größte, und jetzt irgendwie ist das Ding zurückgefallen oder erst rückwärts gefallen. Und durch Saltos, also diese Awareness, konnte er dann auf den Füßen landen, weil sie nach hinten fallen. Ja. Das ist so ein Gerücht, was ich mal irgendwann über Danny aufgeschnappt habe. Irgendwie. Aber, ja. Ich glaube, das kann schon gut sein. Also die Male, die ich zum Beispiel, wenn du den Stangenprezi auf Höhe machst und deine Füße so durchsliden und du nach hinten fällst und du, also wenn du zum Beispiel mal ein bisschen geturnt hast, dann kann man dir die Hände so an die Stange machen und sich in den Kniebeugen so nach unten bewegen. Wenn das in deinem Körpergedächtnis drin ist, dann macht das, glaube ich, schon Sinn. Willst du noch die letzte doofe Frage haben? Ja. Kennt man nicht in der Parcours-Szene? Nee. Wofür sollte man nicht kennen in der Parcours-Szene? Wofür sollte man nicht kennen? Also in Berlin kennt man mich, glaube ich, einfach weil ich schon ziemlich lange dabei bin. Ich kannte dich halt irgendwie nicht. Nee, also wirklich nur in Berlin, die Berliner halt so. Weil die Male, die ich gereist bin oder so, das war meistens noch mit meiner Clique so und da sind wir meistens nicht unter uns geblieben.
Ja, du hast gesagt, irgendwie so die, dieses, geredet, die sind dann nach 5 Jahren und alle so genau, ausgetroffen irgendwie. Genau, und deswegen habe ich nie so, gerade am Anfang, so den Bezug zu anderen Communities gefunden. Mhm. Und nee, im Moment macht mir das, also wofür ich gerne bekannt wäre, ja, wäre das eigentlich die Forschungsarbeit, ja, die ich so mache und gemacht habe und was ich schreibe. Also, das finde ich halt auch interessant, weil so bin ich auch auf dich gekommen, dann irgendwie, als ich dann gesehen habe, du kommst auch hierher. Vielleicht kannst du mir noch mal kurz erklären, worüber deine Bachelorarbeit geht, weil ich hab's wieder vergessen, weil ich bin einmal drüber geflogen. Ja. Ich hab's vergessen. Und vielleicht kannst du mir noch mal kurz erklären, was hast du gemacht? Was habe ich gemacht? Also die zentrale Fragestellung meiner Bachelorarbeit war, inwiefern Parcours sich subversiv, also subversiv bedeutet quasi so, ob das gängige Definition davon, was wir unter Sport und öffentlichen Raum verstehen, unterläuft. Mhm. So unterwandert? Unterwandert, genau. Mhm. Und verändert. Mhm. Also im Sinne von Sport, die Sache, dass Parcours nicht wettkampforientiert ist, mhm, und was in der momentanen Sportszene und im momentanen Sportdiskurs, also wie darüber geredet wird, wie darüber nachgedacht wird, kommt, also total neu ist. Also, gar nicht mehr reinpasst. Mhm. Und wer ist da? Alex. Genau, also Sport. Competition und so weiter, was wir da dran, oder dieses traditionelle Bild. Genau, also dass Sport sich eigentlich mittlerweile zu etwas entwickelt hat, was den Leistungsdruck, den ich irgendwie in der Gesellschaft wahrnehme, eigentlich noch verstärkt. Ja. Dass selbst wenn Leute einen Ausweg aus permanenter Leistung und permanent schneller und permanent mehr suchen, das im Sport nicht wirklich finden. Ja. Und dass sie das aber im Parcours finden können. Also das ist so eine der Schlussfolgerungen. Und die andere Sache ist, dass wie wir öffentlichen Raum wahrnehmen, ist nicht mehr im Sinne von irgendwie ein Raum des Austausches oder ein ziviler Raum, sondern dass auch der öffentliche Raum immer mehr in den Dienst von Leistung und Beschleunigung und Konsum gestellt wird. Mhm. Also das ist so die Idee davon, dass das kapitalistische System, ich benutze den Begriff nicht so gerne, weil das viele Menschen ziemlich abtönt, wenn man darüber redet, wenn man darüber so redet. Aber dass die Wirtschaftsordnung, die wir haben, die Logik, nach der sie vorgeht, auf immer mehr Lebensbereiche überträgt. Also eine kapitalistische Wirtschaftsordnung funktioniert dadurch, dass es permanentes Wachstum geben muss. Mhm. Wenn Wachstum nicht da ist, dann sieht man, also was zum Beispiel gerade in Griechenland passiert. Mhm. Sozialstaat fällt zusammen, die Demokratie fällt zusammen und so weiter und so fort. Und dieses permanent mehr, permanent besser, permanent schneller, überträgt sich auf den Sport, wo wir das bei Olympia sehen, schneller, stärker, besser, höher, wo Leute sich dopen, weil das die logische Konsequenz davon ist. Und wir sehen das eben auch im öffentlichen Raum, weil eine Stadt muss auch den Raum, den sie zur Verfügung hat, irgendwie in Wert setzen. Das muss irgendwas wert sein. Und das passiert durch Immobilienspekulation, dass Leute Häuser kaufen, ohne drin zu wohnen, nur weil sie im Preis steigen. Das passiert durch Shopping Malls, das passiert dadurch, dass öffentlicher Raum privatisiert wird und kommerzialisiert wird. Und verstehe ich dich dann richtig, dass, um das jetzt auf Parcours auch spezieller zu übertragen, dass du da zum Beispiel auch eine klare Einstellung zum Thema Competition auch hast? Auf jeden Fall. Also ich glaube halt, dass Parcours sich dieser Tendenz, dieser gesellschaftlichen Tendenz, dieses erstmal, höher, schneller, weiter, genau, und wir müssen leisten und wir wollen besser werden. Genau, erstmal entgegenstellt. Mhm. Also den Begriff, den ich in meiner Bachelorarbeit dafür benutzt habe, ist, dass es gesellschaftlich aufgrund von Leistung und Beschleunigung zu einer Entfremdung kommt. Wir sind immer weniger in Kontakt mit uns selbst, mit unserem Körper, Beispiel Doping.
Wir sind aber auch weniger in Kontakt mit unserer Umwelt oder mit anderen Menschen. Ja, das ist ja im Parcours zwangsläufig und man muss sich ja mit, genau, mit sich auseinandersetzen, aber auch mit der Umgebung und auch irgendwann mit anderen Menschen irgendwie. Genau, man interagiert mit der Umgebung und gerade mit der Stadt auf eine völlig neue, andere Art und Weise. Also man beginnt Sachen anzufassen, man beginnt überall Möglichkeiten zu sehen, man beginnt seinen Blick vom Smartphone zu heben und sich umzuschauen. Ja. Und ja, zu begreifen. Ne? Und, genau, und ja, eben auch, man kommt zu sich selbst, weil dieser mentale, also das ist, glaube ich, nicht bei allen so, aber das kommt dann irgendwann so, dass man sich irgendwann mehr für das Mentale, für den Prozess anfängt zu interessieren. So wie komme ich da und dahin, wie fühle ich gerade meine Angst, wie kriege ich das trotzdem hin, das zu machen? Ja. Und das bezeichne ich als eine resonante Beziehung. Und das ist quasi die Idee hinter dem Ganzen, ist, dass die Lösung für Beschleunigung und Leistung nicht einfach nur langsamer machen ist, weil mit einer langsamen Internetverbindung habe ich auch nichts gewonnen. Ich will nicht, dass alles langsam ist, sondern ich will, dass es möglich ist für mich, in Beziehung zu treten, in Beziehung zu mir selbst, in Beziehung zu anderen. Und wie ich diese Beziehung gestalte, das ist entweder entfremdet, dann bin ich sehr zielorientiert, das ist so ein instrumentalisierendes Denken, ein sehr objektivierendes Denken. Wohingegen ich, wenn ich eine resonante Beziehung habe, dann ist das ein Austausch. Ich habe eine eigene Stimme. Und also resonant bedeutet ja, dass es so widerklingt irgendwie, oder? Also genau. Also ich habe... Es ist einmal so, dass ich meine eigene Stimme habe, aber auch was anderes aus der Welt wahrnehme. Also es ist nicht nur ein Echo. Ne? Ja. Also es ist nicht nur, jemand sagt, was ich sage, das Gleiche. Das wird so ein bisschen... Genau. Also das Dritte Reich war super da drin, dass einer was sagt und alle sagen dasselbe. Mhm. Das wollen wir auch nicht. Mhm. Sondern wir wollen, dass wir eine eigene Stimme haben, andere Stimmen wahrnehmen können und dass sich dazwischen irgendwas entwickelt und irgendeine Transformation entwickelt. Okay. Und das ist sozusagen der Gedanke, dass Parcours sogenannte so Räume der Resonanz entstehen lässt. Also einmal wird die Stadt zum Resonanzraum, weil ich mit allem interagieren kann. Ja. Ich kann mit allem in Beziehung treten. Ich kann mich von allem herausfordern lassen, ich kann überall spielen, ich kann überall Abenteuer erleben. Ja. Aber ich kann auch mit mir selbst wieder in so eine Beziehung treten, weil ich mehr lerne, mit Angst umzugehen, lerne mit Herausforderungen, mit Schwierigkeiten umzugehen, und es hilft mir, mich mit anderen Menschen zu verbinden. Ja, auf jeden Fall. Boah, Alter, ich weiß gar nicht, wie wir das hätten in Englisch machen sollen. Raum der Resonanz. So, ja, ist krass. Also ich kann da bei sehr vielen Sachen Anknüpfung finden. Zum Beispiel jetzt auch bei mir, ich habe Leistungsturnen gemacht früher und war dann auch parkourmäßig. Ich hatte irgendwann einfach den Wunsch, ich will der Beste sein im Parkour. Ich möchte irgendwann dieses Video machen, wo ich alle anderen wegbumse. So. Und ich wollte das mal allen zeigen. Ja. Ich habe das irgendwann so fallen lassen, so diesen, also musste es einfach einsehen irgendwann so. Und das hat mir so richtig viel Freude gegeben. Auf einmal so, du willst nicht der Beste sein. Das ist auch geil, eigentlich nicht der Beste zu sein. Ja. Das hat ziemlich viel Druck von mir genommen. Und ich habe auch viel mehr Freude an der Bewegung an sich gefunden. Genau, das ist eben der Gedanke, dass es, also diese ganzen Konzepte, die stammen von einem Soziologen, Hartmut Rose. Der hat auch schöne Vorträge online, kann man sich, er hat lange über Beschleunigung geschrieben, wie die Gesellschaft immer schneller wird und was das mit uns macht. Und der hat jetzt gerade ein neues Buch geschrieben, das heißt eben Resonanz. Er versucht eben ein Gegenkonzept zu entwickeln, weil ein Problem mit ganz vielen Kritikern ist, dass sie richtig gut kritisieren können, aber keine wirklichen Lösungen aufzeigen. Das hat man hier bei dem Forum auch ein bisschen gemerkt, am Anfang von dem, was Andy so gesagt hat. Es ist ziemlich leicht in unserer jetzigen Gesellschaft aufzuzeigen, was alles falsch ist. Aber sich wirklich intensiv Gedanken darüber zu machen, wie es denn sein sollte, oder Utopien zu entwickeln. Ja, wie man das, ja. Das ist dieser Gedanke hinter der Resonanz, also dass man der Performance und der Leistung
die Resonanz entgegensetzt. Also dass ich nicht mehr denke, so, oh, ich muss der Beste sein, um glücklich zu sein, sondern Erich Fromm, auch ein ganz berühmter Gesellschaftstheoretiker, nennt das den Unterschied zwischen haben und sein. Mhm. Also ich kann Sachen haben wollen, um glücklich zu sein, was mich aber nie wirklich erfüllen wird. Ja. Oder ich kann versuchen... Das ist ja typisch Konsumgesellschaft wahrscheinlich auch, ne? Genau. Oder ich kann versuchen zu sein. Ja. Dieses Konzept hat der Hartmut Rosa noch mal ein bisschen verfeinert, dass es eben darum geht, wie ich die Beziehung zur Welt irgendwie gestalte. Mhm. Und dass es darum geht, wie ich mit der Welt in Kontakt und in Beziehung trete, ob ich ein gutes Leben habe. Mhm. Also die Frage, die über allem drüber steht, ist, was ist ein gutes Leben? Mhm. Und was macht Leben wirklich lebenswert und menschlich? Man muss dazu sagen, also du hast Politikwissenschaften ja studiert. Ja. Und ich finde das gerade richtig interessant. Um das auch wieder so ein bisschen auf das Parcours-Thema noch zurückzusetzen. Mhm. Was glaubst du, was passiert denn gerade in der Parcours-Welt? Wo ist denn jetzt, du machst seit 9 Jahren Parcours, du hast echt einen langen Blick jetzt irgendwie auf die Sache. Was passiert denn gerade? Was passiert denn mit Parcours gerade? Also, wie das angefangen hat, war das wirklich Resonanz in Reihenform sozusagen. Ne? In der Vorstadt in Paris, hässlichste Vorstadt überhaupt, finden Leute auf einmal Möglichkeiten, diese Stadt lebenswert zu machen. Lebendig zu machen. Ja. Und vor allem war es nicht mehr nur Beton irgendwie, sondern es war Beton mit Charakter. Genau. Ja, so empfinde ich das auch. Ja. Und was wir jetzt sehen, ist, dass Parcours sich eben total differenziert. Und also man hatte das ja schon mit Parcours und Freerunning, was aber, glaube ich, eine sinnlose Unterscheidung ist, weil niemand außerhalb von Parcours checkt ist. Ja. Also es ist nur eigentlich eine interne Trennung, die nach außen nicht wirklich kommuniziert wird. Könnte, aber ja. Ich bin da auch nicht mehr so, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was Parcours ist. Ich weiß es einfach nicht mehr. Ja. Weil ich habe nie effizient trainiert. Nee. Nur effizient. Oder eben. Wir spielen. Also die Definition, die ich von Parcours habe, ist eigentlich, dass es eine spielerische und herausfordernde Art ist, mit der Umgebung zu interagieren. Ja. Und das kann alles. Das kann wirklich, alles sein. Ne? Ja. Und das, so entwickelt sich das ja auch dahin. Also wenn man uns trainieren sieht, dann weiß nicht, dann werfen wir halt auf einmal irgendwie einen schweren Stein durch die Gegend. Ja, ja, das ist wirklich, man macht wirklich. Und das ist ja aber auch irgendwie noch Parcours. Irgendwie schon. Also das Schöne an so einer offenen Definition ist, dass man das davor bewahrt. Eigentlich davor bewahrt, dass es so erstarrt und sich nicht mehr entwickelt. Und auch man bewahrt dem Ganzen so ein bisschen diesen spielerischen und dadurch auch subversiven Charakter, dadurch, dass man nicht so genau weiß, was es ist. Ist schon angenehm, ne? Nicht Fußball zu haben, wo dieses Feld ist und es gibt ein Regelwerk und genau das. Und wenn es das nicht ist, so, dann weiß ich nicht, muss ich halt auch noch wieder neu definieren. Aber ich spüre gerade einfach so bei mir eine riesen Ratlosigkeit, weil ich nicht bin. Aber ich war ganz lange so, ah, das ist Parcours, Parcours ist eine effiziente Fortbewegung, Bums, und jetzt mittlerweile, boah, ich weiß es einfach nicht. Und irgendwie ist auch das ganz interessant, einfach mal nicht zu wissen. Und irgendwie, es entwickelt sich gerade. Vielleicht bin ich ein bisschen zu sehr Hardliner oder Oldschool irgendwie, der so das versucht noch zu bewahren, was so passiert, so mit Olympia und mit Competition und so. Ja. Nee, also ich glaube, dass das, also nur um nochmal zum Parcours zu kommen, ich glaube, dass eine der essentiellsten, die wichtigsten Sachen am Parcours ist eigentlich, dass es draußen stattfindet. Ja. Also dass es im öffentlichen Raum stattfindet. Also das hebt es so von anderen Sachen ab, finde ich. Dass es das ist, dass es nicht Wettkampf, also dass man nicht versucht, der Beste zu sein. Das sind so die zwei wichtigsten, für mich persönlich die wichtigsten Werte. Draußen und es ist kein Wettkampf, kein Gegeneinander. Genau. Und miteinander. Das macht es auch, also die beiden Sachen sind es auch, die es politisch spannend machen, sich darüber Gedanken zu machen. Und ich glaube, dass, was wir gerade sehen, ist halt es gibt viele Versuche, Parcours, also was mich wirklich stört, ist, dass wenn Leute sagen, dass sie einen krassen neuen Trick machen oder einen krassen Sprung gemacht haben und danach sagen sie, wir haben heute den Sport vom Parcours weiter gepusht. Hast du das schon gehört irgendwo?
Ja, dauernd in irgendwelchen Videos. Ja. Okay, hab ich schon gehört. Okay, interessant. Also, wir haben pushing the sport of parkour forward to the next level. Das ist nach Jesse LaFleur. Ja, ja, genau. Und was ich aber denke, ist, dass es mehr so eine. Gibt halt mehrere Richtungen, in die man pushen kann. Und die pushen das halt in eine Richtung, aber es gibt eben auch viele andere spannende Richtungen, wie Parkour sich gerade entwickelt. Also, wie man zum Beispiel über Parkour mit so Sachen wie Depressionen oder Angststörungen umgehen kann. Weil das ist dann wieder die Verbindung zur Resonanz, dass diese mentalen Störungen, die wir, was heißt Störungen, die wir beobachten können, sind auch eine gesellschaftliche Krankheit. Mhm. Also in Deutschland ist es zum Beispiel so, dass wir in den ganzen Helferberufen 30-40% Depression und Burnout-Raten haben. Und das liegt auch daran, dass diese Berufe immer mehr darauf zugeschnitten werden, dass das halt immer alles schneller geht. Effizienter auch. Genau. Naja, gerade so Pflegeberufe, ne? Das ist Horror, ja. Und das passiert halt in allen Bereichen des Lebens. Ja. Und Parkour, so wie ich es praktiziere, oder das, viele Leute. Ich schließe mal ganz kurz die Tür, ja. Ich will dir weiter zu. Wie das auch viele Leute praktizieren, ermöglicht es uns eben, aus dieser Entfremdung rauszukommen. Und dadurch hilft es, glaube ich, auch aus solchen Störungsbildern rauszukommen, wie Depressionen oder Angststörungen oder Burnout. Ja, und jetzt meiner Meinung nach nicht nur auch, sag ich mal, mit diesen Krankheitsbildern, sondern ja auch, dass die allgemeine Lebensqualität ja auch steigern kann. Absolut. Ne? Nicht nur, wenn es jetzt schlecht läuft oder so, sondern halt auch insgesamt die Lebensqualität steigert. Ja. Durch Community, durch Gemeinschaft, durch eigene Kompetenzen. Ne? Ja. Und genau, und das finde ich eigentlich die spannendere Richtung, die Parkour im Moment so einnimmt. Also wie bringt man Parkour in die Schulen? Aber so, dass es einfach nicht nur Turnen mit ein bisschen anderen Sachen ist, sondern... Heikles Thema bei mir, aber ja. Also wie kriegt man diese Idee von Parkour weiter in Bereiche, oder wie kriegt man das zu Leuten, die nicht sowieso davon angesprochen werden? Ja, hochinteressant. Ich glaube, unsere Zeit ist auch halbwegs vorbei. Alex, wie spät haben wir denn? Es ist 10 Uhr. Hätten wir noch so knappe 10 Minuten. Wo sind wir denn hier gerade? Also wir sind gerade in Dänemark. Vielleicht so, ne, wir sind gerade in Dänemark auf dem Parkour Research Forum. Es geht darum, wissenschaftlich denkende Leute oder ambitionierte Leute zusammenzubringen. Was sind denn so deine Ambitionen in dem Bereich? Also du hast jetzt schon so ein bisschen was gesagt, ne? Aber also was ich jetzt auch gerne selber machen möchte, ist, also ich habe persönlich halt nicht die Kapazitäten, um die ganzen Ideen, die ich irgendwie habe, wirklich in die Welt so zu bringen. Und was mir halt Spaß macht an so einem Treffen wie heute, ist, Leute kennenzulernen und deren Ideen zu hören und denen dabei zu helfen, diese Ideen wirklich konkret umzusetzen. Weil das Problem ist, dass solche Projekte, die nicht von Red Bull gesponsert werden, tendenziell nicht das Organisations-Know-how, die finanziellen Ressourcen und so weiter haben. Und da kann das, glaube ich, da kann ich, glaube ich, auch ganz, ganz gut weiterhelfen. Und das hat auch ganz viel Herzblut dann auch gefragt. Ne? Deswegen ist das für mich immer eine Riesenqualität auch. Weil so viele Leute wir investieren hier einfach rein, erstmal herzukommen und so weiter. Und dann ist halt was anderes, als wenn wir mit Red Bull hier mit dem Helikopter angeflogen werden. Ja. Und ich glaube, dass das auch tatsächlich für die Parkour-Community at large irgendwie ein nachhaltigeres Modell ist, wenn wir zusammen versuchen, mit irgendwie Wege zu finden, wie wir gemeinsam das wachsen lassen können. Und also nicht versuchen, uns also innerhalb von Parkour irgendwie gegeneinander auszustechen und irgendwie verschiedene Firmen zu haben, die versuchen, diesen Markt zu erobern, sondern gemeinsam
den Markt, wenn man es nur so nennen will, dafür wachsen zu lassen, sodass mehr Leute sich dafür interessieren, mhm. Wovon wir ja auch irgendwann dann ja. profitieren werden. Also, das ist ja natürlich auch eine Sache, man muss ja irgendwie muss man ja Geld verdienen. Ja. Ich finde es auch gar nicht schlimm, wenn man mit Parkour Geld verdient. Ja. Man sollte sich nur darüber im Klaren sein, was bestimmte Sachen für Konsequenzen haben. Ja. Also wenn Parkour jetzt nur noch von jungen weißen Männern beworben wird, dann wird das halt auch nur noch die Leute interessieren ja. und so weiter und so fort. Also was für ein Bild man damit erschafft, sollte man einfach sich darüber im Klaren sein. Und wenn man das machen will, dann soll man das halt machen. Du hast jetzt viele Fragen von mir auch so beantwortet mit Competition, öffentlicher Raum, mit Geld verdienen. Ich würde das Gespräch jetzt hier eigentlich langsam beenden. Ich habe nur noch zwei Fragen. Wo siehst du Parkour in x Jahren? In x Jahren? Also kannst du entscheiden. Du kannst auch sagen, in 2000 Jahren, was ist dann mit Parkour? Also ich hätte das am liebsten, dass eigentlich, da hatte ich heute mit Jesse aus New York von Movement Creative eine schöne Unterhaltung, weil die machen sich eben darüber Gedanken, wie sie die Stadt offener gestalten können und wie sie es hinbekommen, dass diese Werte, die wir im Parkour irgendwie vertreten, auch für andere Menschen erreichbar werden. Also wie macht man öffentlichen Raum offen, frei zugänglich und also offen für Resonanz. Resonanz und Ausdruck, also Self-Expression und sowas. Also an solchen, ich hoffe, dass es solche Projekte immer mehr geben wird, dass ja. Die Städte, in denen wir leben, immer lebenswertere Räume werden, dass der Sport hoffentlich sich ein bisschen von der Leistungsorientierung löst und es zumindest gute Alternativen dazu gibt. Ja. Also ich habe auch, ich finde es auch cool, mir die Olympiade anzugucken. Ne? Also ich finde es auch spannend, Leute zu sehen, die bis zu diesem Limit gehen und die bereit sind, alles zu opfern. Aber ich habe halt keinen Bock, diesen Preis zu zahlen. Genau, und ich möchte, dass es auch dass es wirklich gute Alternativen dazu gibt, dass das frei für möglichst viele Leute ist, dass viele Leute sich darin engagieren. Und ich glaube, dass das Problem, also wenn man sich das so anguckt und irgendwie bei YouTube ist, dann sieht man sehr stark die eine Seite von Parkour, die Kommerzialisierung, die Showseite, genau. Und deswegen finde ich so Orte wie hier auch für mich persönlich total wichtig, weil ich dann sehe, was eigentlich auch hinter den Kulissen alles passiert. Mhm. Wie viele Leute regelmäßig zu Parkour-Kursen gehen und wie viele Leute sich über öffentlichen Raum Gedanken machen. Das kriegt man halt alles nicht mit, wenn man einfach nur zu Hause vor dem Computer sitzt. Und deswegen glaube ich, dass Parkour insgesamt schon auf einem ganz guten Weg ist. Ja, das Bauchgefühl habe ich auf jeden Fall auch, aber es gibt auf jeden Fall so Abzweigungen, ne, wo man so runterschlittern kann irgendwie. Aber genau, also, und ich glaube, das Ziel ist es nicht, diese Abzweigung zu verhindern. Ja. Also jemandem zu erzählen, scheiß mal auf Red Bull, sondern Competition, bla bla. Genau, sondern attraktive Alternativen aufzuzeigen. Also selbst an Verzweigungen zu arbeiten, selbst zu gucken, wo es interessante Verbindungen in die Kunst und in die Performance und in die Gesundheit und in den Sport gibt. Und daran zu arbeiten. Letzte Frage ist, was möchtest du noch sagen? Ich glaube, ich habe alles gesagt. Also ich könnte immer noch... Ich werde mal in die Verlinkung oder in den Text unten mal reinschreiben, noch deine Bachelorarbeit verlinken. Achso, ja genau. Ich, was soll ich da noch reinhauen? Ich schreibe auf einem Blog. Ah, einen Blog noch. onthemove.earth. Mhm. Ja, ich war drauf, ja. Da schreiben ich und meine Freundin über alles Mögliche, also schreiben über Kunst und über urbane Kulturen und über das Reisen. Den Herrn Rosa werde ich auch nochmal reinsetzen. Genau, Hartmut Rosa ist auf jeden Fall ein cooler Typ, wenn man sich für Soziologie und kritische Theorie interessiert. Das ist auch nicht sehr akademische Vorträge, versteht man gut. Ja, super. Dann danke ich dir. Danke dir. Merci.